Tu das. Wir haben 6 Stück davon. Ich würde sagen, gut, wir laufen nicht über so viele Viecher drüber, oder? Wir laufen schon über einige, das auf jeden Fall, aber so viele sind da nun auch wieder nicht. Was ist denn sinnvoll? Wow, eine verbesserte Combo. Ich mach meinen Mech erstmal stärker. Ganz einfach. Wir nehmen etwas Rohmaterial und verstärken den Rumpf. Jetzt kann ich mir das wahrscheinlich nicht mehr leisten, oder? Doch, kann ich. Das ist eine wunderbare 3-Treffer-Kombo. Schon dabei. Wirst du total draufstehen. Hoffe ich mal. Bis nächstes Mal, Boss. Ey, so eine 3-Treffer-Kombo ist auch nicht so schlecht. Anstatt, dass wir jedes Mal die Viecher packen müssen und dann bohren, bohren, bohren. Also das muss ich mir gleich angucken. Okay, bei wem sollen wir uns überhaupt melden für die nächste Mission? Gucken wir mal. Ja, wir können mal suchen. Zeit für ein Upgrade. Okay, zum Versorgungsmech zurück. Tü-tüm. So, das ist pretty badass. Okay, wir sind hier drin. Wir haben das Upgrade. Wir müssen in den Mech, würde ich sagen. Finde das T-Energie-Vorkommen. Schnelle Reise freigeschaltet. Oh, cool. Hier haben wir natürlich wieder Musik. Wenn ein Bereich verlassen wird. Okay. Warte mal, go, go. Ach ja, die Combo. Kann ich noch nie einsetzen. Okay, dann draußen. Oh ja, XXX. Schnelle Reise. Dann gucken wir mal. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ah, der Hangar, ich sehe. White Canyon Junction? Was ist denn... Hä, wir müssen einfach nur da draußen im Moment, also. Ja, hier, warum nicht? Dann kann ich da direkt rauslaufen, dann sind wir eigentlich auf der offenen Ebene. Sollte eigentlich klappen. Oh, wow, was ist das denn hier? Wow! Okay, das ist ziemlich heftig, ich muss mich beeilen. Boah, hier muss ich weg. Das ist Hagel Deluxe. Das ist Hagel Extrem. Alter. Komm hier nicht weiter. Macht jetzt nicht so viel Schaden, aber das ist kranke Hagel. Das ist mehr ein Kometenhagel. 1, 2, 3. Damit können wir den Viechern ordentlich einen Dong. Gib Gas, Mac! Ne, schnelle Reise brauche ich nicht. Denn wir sind da. Okay, hier der Grund, warum mein Gesicht nicht einfriert. Mein Klimaanzug. Geschaffen von Neveks klügsten Köpfen. Der ist nicht billig. Atmungsfähiger Stoff, adaptive Isolierung gegen Wärmeverlust, winddichte Laminierung, Dampfsperre und Mikroporen und maschinenwaschbar. Okay, diese Heizer im Kragen hier arbeiten richtig, um meinen Kopf warm zu halten. Die haben ihre Grenzen, aber mein Antlitz ist wohlig warm. So, ist das genug Nordkram für dich oder soll ich dir noch was über Fluorpolymere erzählen? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die haben tatsächlich erklärt, warum sein Kopf nicht einfriert. Sieht so aus, als müsste ich meine neue Winde einsetzen, um über diesen Abgrund zu kommen. Ich hoffe, La Roche hört auch zu. Leck mich am Arsch, Peyton, und an deiner Winde kannst du ersticken. An deiner Winde kannst du ersticken. Die größeren Thermalvorkommen können ihre T-Station überladen, also passen sie auf. Ja, bitte lass dich nicht wie ein Streichholz abfackeln. Hey, La Roche, was machen denn die Grashüpferpumpen im East Valley? Komplett Mont Bell. So gut wie fertig. Aha, Corona ist wieder aus. Ha, wo muss ich das Ding denn befestigen? Okay. Hier nicht. Bam, bam, bam. Das ist ein bisschen merkwürdig. Winde, Winde, Winde. Vielleicht ein bisschen weiter weg.
Vielleicht da irgendwie drüber oder so. Nö. Lustig, wie ich durch die Wand schießen kann. Warum soll ich mich eigentlich hier befestigen? Moment, ich steig mal aus. Na, das ist ein bisschen hoch für Peyton. Oh mein Gott, die Musik spielt ja sogar weiter, wenn ich draußen bin. Solo können wir die Viecher auch anlocken. Aber nochmal, um zurückzukommen, warum sein Kopf nicht einfriert. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er sagt, das ist mein epischer Bart. So, jetzt haben wir's. Ah, okay, so funktioniert das Ganze. Ich dachte, wir scheuern den Mac da auch. Zugeben, das Loch ist ein bisschen klein. Runterfallen. Yay. Sterben. Und nochmal runter. Oh shit. Große Güte. Ja. Große Güte. Und er verreckt. Okay, ich hätte es vielleicht doch einsetzen sollen. Es hat auch immer ohne geklappt. Also, na, warum nicht mal probieren? Ach komm, der hat sich wieder nicht befestigt. Große Güte. Ja, ich kann verstehen. Normalerweise ging das in meinem Flug. Hier anscheinend nicht. Okay, Standardweg. Dankeschön. Große Güte. Oh oh. Habe ich ein Problem? Ich glaube ja. Wir müssen uns wehren. Holy fuck, das ist ein gigantonomisches Nest. What the hell, hier geht's doch nicht mal weiter. Friss. Boah, ich bin hier mitten in dem Nest. Da geht's noch weiter. Nimm die Munition mit, ich komme sowieso nicht zurück. Mistviecher. Hier geht's nirgendwo weiter. Muss ich die Dinger ausschalten? Möglich wär's. Oh, explodiert einfach in meinem Gesicht, warum nicht? So, hier. Ich komm hier ohne Ende. Zuck. Oh, schön, hat keinen Schaden gemacht. Oh, du gehst noch im Sack. Okay, kann ich nicht eigentlich mehr Waffen tragen als nur die beiden und die Pistole? Haben wir noch gar nicht geguckt, ich glaube, das geht nicht. So fucking unübersichtlich hier. Oh, toll. Knapp. Bald wird da keiner mehr spawnen. Lass mich raten, ich muss hier durch. Sag ich doch. Ja, immer schön das Seildingens benutzen. Werden die Nummer verrecken. Da ist sie wieder. Okay, jetzt weiß ich, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Und wieder weg. Wie macht dich das? Wie macht dich das? Wie macht sie das? Es sei denn, ich verliere den Verstand. Und dann kann ich auch gleich weiter mit mir selbst reden. Alles so ruhig. Ist man immer gewohnt. Nachladen, ich glaube, es ist Zeit. Hier wird was passieren.
Ich denke, die Station wird die nicht zulassen. Ah, super, wir haben ja eine Krabbe. In der Krieden der Cat L. Ich muss dem Vieh eigentlich gar nicht die Dinger abreißen. Das Vieh wird nur ein bisschen unbeweglicher dadurch und greift nicht so oft an. Aber sobald ich die Schädeldecke einreiße, von dem Vieh ist eigentlich Ende. Friss. Oh! Friss nochmal. Okay, der hat gesessen. Okay, der prügelt mich in eine Ecke von zwei anderen. Das ist echt Wahnsinn. Okay, Viech. Schieß doch. Oh mein Gott, schieß. Holy crap. Knappe Sache. Chris. Chris. Scheißegal, ob du da feststeckst oder nicht. Einzige, was zählt, ist der Kopf. Komm schon, du kannst schon so langsam rot werden. Wieder wegtorkelt. Komm, Viech. Schön. Und besiegt. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie kommt. Money, money, money. Ha, lohnt sich doch immer. Gucken wir mal, ob wir das lösen können. Wer weiß, wer die ist. Fuck, was passiert? Alles taut auf? Wow. Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle? Finde Informationen. Oh, das haben wir auch bitter nötig im Moment. Koronis Mitte, bitte kommen. Wenn sich nicht melden. Wir müssen mal reden, Boss. Das wird hier immer seltsamer. Koronis, bitte komm! Hört mich einer! Verdammt! Sag ich doch. Unbekannte Anlage, jetzt wird's creepy. Neue Viecher? Bestimmt. Wer hat das hier gebaut? Und wo sind die jetzt wohl? What the fuck? Hey, das ist nicht Lost Planet Resident Evil, ja? Ganz ruhig. Da liegt doch was. Okay, die können wir nicht kaputt schießen. So viel Energie. Ich beschwere mich nicht, ich nehme alles mit. Versteckte Ladezeit. Ha, finde ich besser als die Ladebildschirme. Wow.
Da ist nichts mehr zu machen. Wer zum Teufel spricht hier?